Kupferdämonischer Konflikt. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner können nur durch Dämonenwaffen verletzt werden. Okay. So. Das wird ein bisschen knifflig jetzt. Vor allem das Blöde ist immer, dass direkt immer zwei sind. Du willst einen Angriff machen, es kommen direkt zwei. Ich glaube, das wird nichts, oder? Tatsächlich, ja, du hast es tatsächlich noch geschafft. Nicht gedacht, aber gut. Und da kommt das Elixier, das wir uns jetzt schnappen werden. Ich meinte natürlich ein Gesundheitskreuz und kein Elixier. Bedeutet, wenn wir ein Gesundheitskreuz haben, müssten wir... Genau, wir haben einen Lebenspunkt mehr. Hier kommt man nicht drüber. Mir war so, als hätte man irgendwie die Möglichkeit hier noch... drüber zu kommen. Natürlich vorausgesetzt, man fällt nicht blöderweise runter. Nee, da kommt man nicht lang. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich hasse ja unsichtbare Wände. In Spielen. Die sind blöd. Aber irgendwas sagt mir, dass man da hinten noch hin kann. Irgendetwas sagt mir, dass man da hinten noch hin kann. Nur wie? So jedenfalls nicht. Naja gut, einmal probiere ich noch und dann gehen wir weiter. Ich will nicht zu viel Zeit damit vergeuden, irgendwelche Geheimsachen zu finden. Okay, da komme ich so wie... Na gut, egal. Warum schießt ihr denn nicht? Ich bin doof. Ich bin richtig doof. Wisst ihr das? Ich brauche eh noch eine bessere Waffe dafür. Die momentane ist, also Ebony und Ivory sind cool, aber für so eine Sachen ungeeignet. Und schon wieder sind wir in einem kleinen Jump'n'Run. Und ich mach direkt das Falsche. So, die werden wir schon mal los. So. Genau so gehört sich das. Und da haben wir auch schon so ein Viech. So, das gehört uns. So, irgendwo noch etwas, was wir uns holen müssten oder könnten. Sieht nicht so aus, aber vielleicht irre ich mich ja. Irgendwas sagt mir, dass wir eh noch relativ weit hoch müssen. Das war ungünstig, aber was soll's. So, und hier gibt es nirgendwo noch mehr lang. Da hinten kann man noch lang. Und hier kann man hoch. Wir müssen da lang, das weiß ich. Was, wenn ich jetzt hier hoch springe? Dass ich mal kaputt mache und jetzt hier nochmal lang laufe. Was gibt's hier zu finden? Was gibt's hier zu finden? Da hinten ist ein Schlüssel. Aber da unten waren wir ja, ne? Oder?
Ach, hier oben. So gefällt mir das. Nur, dass wir dafür wieder nicht die Waffe haben, ne? Super. Schade. Nee. Okay, gut. Also hier kommen wir schon mal nicht lang. Aber dafür holen wir uns einen weiteren Schlüssel. Und zwar einen Silberschlüssel. Nicht nur irgendwas. So, jetzt wollen wir mal wieder den ganzen Weg zurück. In der Hoffnung, dass das klappt. Könnte klappen, ja. Ja, sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir hier im Grunde ja nur noch langlaufen. Und dann kommen wir weiter. So, Tipp für Fortgeschrittene. Außer Reichweite. So. Manchmal ist es möglich, die Leute einzufrieren. Also, dass dieser Eistyp da, sag ich mal, mit dieser Attacke diesen anderen einfriert und du somit ein bisschen besser die angreifen kannst. Aber das funktioniert leider nicht immer. Und ich bin auch blöd. Versuche immer diese spezielle Attacke hier, genau diese. Einfach weil die cool ist. So, weiter geht's durch die engen Gänge von Virility. Der gehört mir. Und wieder gibt es etwas zu erkämpfen. Was sind das für kleine miesige Fieser? Oh ja, dafür sind die Engelswaffen natürlich besser geeignet. Für großräumige Attacken. So, aber da gibt es später noch eine bessere. Die vermisse ich gerade noch so ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen, weil diese Waffe, die später kommt, oh, die wird Spaß machen. Oh, nicht der Segentyp. Warum denn der Segentyp? Und da ist noch der letzte. Der letzte. Der letzte, hat er gesagt. Und irgendwie hat er es geschafft, sich selbst einzufrieren. Auch nicht schlecht. In der Luft macht das Ganze natürlich dreimal mehr Spaß.
Da können die Gegner erst recht nicht zuschlagen. Na super. So, von wegen fuck you too. Yo, Mama is a female. So, da hinten geht's weiter. Ich will aber hier nochmal gucken. Ich würde gerne überall gucken. Wir müssen wahrscheinlich diesem Zeugs hier eh folgen. Deswegen mache ich das noch nicht. Und wir gehen einmal. Es wäre schön, eine Methode zu haben, noch schneller voranzukommen. Sieht aber so aus, als wären wir hier dann richtig. Schauen wir dann nochmal hier lang. Das wäre wohl, da wären wir wohl von, ja. Oder? Er guckt einfach erstmal in die falsche Richtung. Hat wohl erwartet, dass wir von der anderen Seite kommen. So, kurz und schmerzlos. Für uns, meine ich. Okay, von hier wären wir gekommen. Ich versuche mich halt so ein bisschen umzuschauen, weil ich einfach diese Viecher finden will. Es gibt in dieser Mission, glaube ich, zig viele, also wirklich richtig viele. Und, ja. Ah, dann schauen wir mal, was es hier gibt. So. Ein Lebenskraftstern. Und ein bisschen rote Grütze, wollte ich gerade sagen. Halt, was ist hier drin noch? Sackgasse. Okay, gut, das hätte sich damit also geklärt. Wo zur Hölle ist die Mixanlage? Ja. Wir sind ja gleich da. Ich glaube, wir dürfen da nicht reinfallen. Ich versuche einfach mal drüber zu springen. Wir riskieren das einfach nicht. Wir laufen mal vorsichtig weiter. Diese Gullis da, die... Kill Dante doch selber, du Mongo. Mensch, ich will doch noch gar nicht da lang. Soll der Segentyp halt warten? Mein Gott. Ich will erstmal hier durch. Such jemand anders zum Todsegen, du Bastard. Mein Gott. Könnt ihr nicht einfach Holz sägen oder sowas? Irgendwas für die Community? Und da haben wir eine Tür. Kann ich die aufmachen? Na klar, mit dem Silberschlüssel, den wir geholt haben. Schauen wir mal, vielleicht können wir da irgendwas Cooles machen. Silber, verschobener Kampf. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner nehmen nur von aktiven Bereichen aus Schaden. Was ist denn ein aktiver Bereich? Ach so. Oh, jetzt sind das auch noch mehrere von diesen Segentypen. Dann wollen wir doch mal hier versuchen. Mensch, ich wollte doch schon springen. So, jetzt kommt her. So, es wird ein bisschen schwieriger diesmal. Vor allem, da ich auch immer dieses... Ah, das ist blöd. Mensch, ich will mir nicht dahin ziehen, ich will die zu mir ziehen.
Nee, das wird diesmal nichts. Leider nicht. Es sei denn, die sterben jetzt alle. Nee. Schade. Na gut, der macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Naja, man kann ja nicht immer alles schaffen, ne? Schade, schade, schade. Man kann es ja nochmal probieren, aber... erstmal hier wieder in diesen Bereich kommen. Und jetzt diese verkackten Fehler hier nicht machen. Vor allem das Blöde ist, dass diese Bereiche auch immer kleiner werden und du dann einen neuen suchen musst. So, schnell hier rein. Nächsten ranziehen. Diese verkackten Sägeärsche, ne? Die regen sowas von auf. Ich hab's nicht so mit Kettensägen. Vor allem ausgerechnet immer dann, wenn ich gerade mal die Leute an mir hab, dann wird der Bereich wieder kleiner. Und ausgerechnet dann kommen immer die Sägentypen. Nee, das wird diesmal nichts. Da fehlt uns noch eine gute Waffe für, mit der das super einfach wäre, wie die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Leider wird das wieder nichts. Nee, nee. Na gut. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Also, gibt's hier irgendwo eine Tür, wo man rauskommt? Was, wenn ich jetzt hier einfach durchgehe? Ah, hier, Geheimmissionen beenden. So. In Devil May Cry 3 und 4 war es einfach, dass du wieder durch irgendeine Tür durch musst.